Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Fee. Ich dachte mir, wir fangen mal wieder mit was anderem an. Immer nur die gleiche Reihenfolge ist ja auch doof. Bei den Chatties gab es natürlich auch ein paar Fohlenschaunoten. Zion hat die 4,9 bekommen. Das Exterieur wurde auf 6,4 und das Interieur, das kenne ich ja nicht, das weiß ich ja nicht. Aber wir haben hier, Holzrücken ist eigentlich die beste Disziplin. Und ja, Eignung für Springen mit 1,0 ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber danach wollen wir ja nicht gehen. So, der Zion bleibt nicht. Ich habe das nämlich schon entschieden, wen ich behalten möchte und wen nicht. So, hier Mickey Mau sieht ja echt süß aus, auch da hinten mit seinen kleinen Flecken am Popo. Mickey Mau hat 7,3 im Exterieur und 5,4 in der Gesamtnote bekommen. Und warum ich ihn behalte, ist einfach, erstens mal, er ist ein Hengst und er ist ein Baysuit, die Tobiano, und er ist an sich wirklich nicht schlecht. Und deswegen werde ich ihn behalten, in der Hoffnung, dass mit ihm dann gezüchtet wird. Dann haben wir noch Sully. Sully behalte ich auch nicht. Die hat eine Gesamtnote von 5,0 bekommen. Ein Exterieur von 6,5, was zwar nicht schlecht ist, aber das Interieur ist halt nicht so bombig und irgendwie... Nee, ist ja auch keine besondere Farbe, also habe ich da jetzt nicht unbedingt so den Drang, den zu behalten. Dann haben wir noch Just Trouble, ist ja ein Danolino Rowan und den behalte ich auf jeden Fall auch, weil dem sein Exterieur ist auf 8,3 geschätzt und 6,1 in der Gesamtnote ist halt doch echt cool. Und auch das Interieur ist gar nicht mal so schlecht. Also wir hoffen einfach mal, dass er dann gekürt wird. Und ich meine, als Danolino Rowan sollte er ja normalerweise auch einen guten Deckhengst abgeben, oder? So, ansonsten haben wir hier nach wie vor keine Praktikanten. Hier haben wir, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr so viele Sebastianse. Wir haben jetzt nur noch unseren Sebastian, also als Spieler. Und dann haben wir nur einen Praktikanten und das ist jetzt der Max. Der ist jetzt neu. Ja, mit einem Praktikanten kommen wir ein bisschen schlecht hin. Aber normalerweise sollten die ja wieder in Grüppchen auftreten. Also ich denke, morgen haben wir auch wieder einen neuen Praktikanten. So, hier haben wir natürlich auch ein paar Fohlenschau-Ergebnisse und zwar von Elin. Elin hat die mit 5,8 bestanden, ist natürlich ein Dun, hat aber das Graying-Gen dazu. Ich will sie aber trotzdem behalten und das zeige ich euch jetzt gleich warum, weil sie hat im Springen eine 3,0 und das Exterieur ist bei 7,4. Interieureinschätzung ist ja auch bei 6,6 bis 7,6. Also die ist schon allgemein sehr gut. Und deswegen werde ich die Elin auch behalten. Dann haben wir von Paka eine glatte 6,0. Springen 2,7, Exterieur 7,8. Interieureinschätzung ist ja immer noch hier bei 6,9 bis 7,9. Der wäre natürlich auch echt super ein Kandidat gewesen, um ihn zu behalten. Warum ich ihn nicht behalte? Einfach, weil es noch zwei Kandidaten gibt, die meiner Meinung nach auch besser dazu geeignet sind, behalten zu werden. Und das ist... so, wir machen mal weiter. So, dann haben wir Jemba, hat eine 5,5, ist auch ein einfarbig braunes Stütchen, die behalte ich auch nicht, mit 2,7 im Springen und 7,0 im Exterieur. Die ist auch eine Kandidatin zum Verkauf. Dann haben wir die Moja. Moja ist eine einfarbig schwarze Stute. Die hat Gesamtwert 6,0, hat im Springen eine 2,9 und im Exterieur eine 7,8.
Die behalte ich, weil ich finde, dass die wirklich sehr viel Potenzial hat, als tolle Zuchtstute zu enden. Das war eine Kandidatin, die ich behalte und warum ich Paka nicht behalte. So, dann haben wir Morella, hat mit 5,4 bestanden, ist zwar eine Silver Bay Stute, aber die behalte ich nicht, weil ich sie, ja, weil da auch wieder andere Kandidaten sind, die ich eher behalten möchte. Beziehungsweise ich bin da noch ein bisschen so unschlüssig, ob ich Morella behalten soll oder eben ob ich Nova behalten soll. Das ist echt schon so ein bisschen schwierig, ne? Wir haben ja dann noch Capones Gift, nachdem der ein einfarbiger Fuchshengst geworden ist und von den Werten her jetzt auch nicht so überragend, werde ich den verkaufen. So, dann haben wir jetzt noch Boom Boom, hat mit 6,2 die höchste Note bekommen, die ich dieses Jahr erreicht habe. Ein Exterieur von glatten 8,0, Springen mit 3,2 und auch das Interieur sieht ganz gut aus. Den behalte ich natürlich auf jeden Fall. Auch wenn er nur ein Fuchs ist, aber der hat einfach bombastische Werte. Und dann haben wir natürlich noch die Nova, die kennt ihr ja schon. Die Nova hat eine 5,7 bekommen, mit 2,8 im Springen, obwohl sie ja hier eigentlich nur eine TK2 hat, aber eben die 39 reißt es dann doch raus, ne? Und wie gesagt, Ochser und Kraft muss man halt dann ein bisschen rauszüchten, das geht dann schon. Aber ja, da habe ich eigentlich hingeschrieben, keep it. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich nicht die Morella lieber behalte. Andererseits hat, ja, die haben halt beide Sonderfarben, ne? Also Nova ist halt die mit dem Rotfarben-Leopard-Mix und die andere ist halt ein Silver Bay. Ich bin da echt unschlüssig. Das ist aber auch immer so schwierig, wenn man dann tolle Fohlen hat, dass man dann leider zu viele nicht verkaufen kann und weil man dann leider zu viele behalten möchte. Das ist echt schwierig. Dieses Jahr bin ich ja eh schon bei, glaube ich, 3 Fohlen, die ich behalte oder fast 4 Fohlen, wo ich normalerweise vorher immer nur 2 Fohlen behalten habe pro Jahrgang. Und deswegen, schon sehr, sehr, sehr schwierig die Auswahl jetzt momentan. Und ich denke, die wird auch immer noch schwieriger, umso besser die Fohlen werden. Weil irgendwann, ja, haben wir dann ein kleines Problem. Ich meine, ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich verkaufe dafür die Aurelie, ja. Weil die jetzt von den Werten her nicht ganz so gut ist, wie jetzt zum Beispiel die Morella. Aber bei Aurelie ist es halt so, die wäre jetzt nächstes Jahr schon zum Züchten bereit. Und bei dem anderen muss ich dann wieder 3 Jahre warten. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Diese Entscheidungen sind immer so schwierig. Aber natürlich wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich verabschiede mich von Aurelie und dafür behalte ich eben dieses Jahr von den Fohlen 4 Stück. Ja, definitiv. So, ich mache jetzt hier mal bloß 30, weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich da durchkomme mit meinem Praktikanten. Denn irgendwie ist ein Praktikant echt schon ein bisschen wenig. Ich mache jetzt dann nur noch die Fohlen durch, dass ich mir da ein bisschen Zeit spare. Und ansonsten lasse ich, glaube ich, die großen Pferde wirklich hier mal komplett außen vor. Und weil jetzt haben wir schon 14 Uhr, der hat nur noch 2 Stunden Zeit. Der Max. Endlich mal ein Name, den man auch halbwegs hören kann. Ich weiß es nicht, ich bin überhaupt kein Fan von so typischen deutschen langen Namen. Das ist nicht so ganz mein Fall. So, Silent Star, das müsste jetzt eigentlich auch noch reichen. Blue, Schulpferd, Millie. So, die Moja.
Snoopy, Jemba, Snoopy ist ja, macht ja dann das Kind wieder. Snoopy ist ein Schulpferd. So. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, eine Stunde, 20 Minuten. Das könnte knapp werden. Ich habe ja auch noch die zwei Schulpferde in Ausbildung, die ich hier mitmachen muss. Das ist ja jetzt auch eine Stunde hier bei der Dash. Und dann habe ich jetzt nämlich nur noch 10 Minuten für die Namibia. Das habe ich mir schon gedacht. Das geht hier nicht ganz raus. Naja, dann muss halt im Endeffekt der Spieler ran. So, bei der Samira sind wir jetzt dabei, den Snoopy so ein bisschen auszubilden. Der ist übrigens schon kastriert, also das kann ich da oben rausnehmen. Und dann, ich muss das immer über Text löschen machen, ne? Text löschen, ja. So. Ja, genau. Der ist ja inzwischen 8 Jahre, also ich empfehle natürlich immer, das habe ich anfangs einfach falsch gemacht, ich empfehle euch wirklich erst einen Chatty zu kaufen, wenn ihr dann auch die Kinder in dem Alter habt, weil ihr seht jetzt einfach mal, ich habe jetzt den Snoopy eigentlich 8 Jahre lang durchgefüttert, kannst du sagen, oder 6 Jahre lang durchgefüttert, bis er jetzt endlich so weit ist, dass er auch mit der Samira mal was machen kann. Und das ist einfach nicht das, was man machen sollte. Da hätte ich mir ganz, ganz viel Geld sparen können, einfach. Hier muss ich jetzt aber noch 50 Minuten ein bisschen was tun. So. Und dann, wie geht's denn weiter? Ach ja, bei den Turnieren war ich nicht. Die fallen nämlich meistens auf den Freitag, wenn ich abends so spät Reitstunde habe. Und dann kann ich da immer nicht zu den Turnieren gehen. Das ist zwar doof, aber es ist halt leider so. So. Ich trainiere natürlich meine ganzen Stuten hier noch aus, weil die dann unterm Jahr auch mit auf Turniere gehen können. Und manche Stuten haben ja echt schöne Gewinne eingefahren. Also zum Beispiel die Ruby, die war ja echt super das letzte Mal. So, ich glaube, ich klicke das jetzt mal durch. Wir haben nun nicht mehr ganz so viele Auftragsfohlen, aber auch wenn wir da noch ein paar haben, die werden leider immer weniger. In der Demo müssen wir so ein bisschen hier jemanden verarzten und so. Also hier ist zum Beispiel unser Dark Shadow. Also es werden ja nicht alle Schimmel wirklich komplett weiß. Aber Dark Shadow ist tatsächlich komplett weiß geworden. Na gut, dass wir den nicht behalten haben, weil den hätten wir jetzt, glaube ich, nicht so gerne gehabt. Dann haben wir ja den Oreo-Cookie. Der ist jetzt, zum Glück ein schöner Apfelschimmel geworden. Der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Auch, dass er hinten eben weiß ist, weil er ja noch den Tobiano dabei hat. Das gefällt mir tatsächlich gut. Ach, der Besitzer kann den Hufschmied nicht zahlen. Schade. Okay, dann müssen wir jetzt den Trench noch machen. Und dann haben wir schon wieder Mitte März. Hier bin ich hier, das sind zu den Turnieren gegangen. Anfang Februar, nee, bin ich nicht. Bin ich auch nicht gegangen zu Turnieren. Schade. Baut ist ein bisschen größer geworden. Macht sich so ganz gut, die kleine Stute. Ich meine, schade eigentlich, man könnte sie definitiv sehr gut für die Zucht nutzen, meiner Meinung nach, aber ich werde sie nicht zur Zucht nutzen, sondern ich werde sie tatsächlich als Vielseitigkeitspferdchen nutzen. Und eigentlich müsste man bei ihr jetzt dann noch gucken, ob man jetzt noch einen Springer mit einkreuzen kann. Ja, ich meine, sie ist jetzt ein Brauner. Wir müssten mal gucken, haben wir denn ein schönes Springpferd? Gruppe Turniere springen. Haben wir denn da überhaupt irgendeinen
Nee, das ist eine Stute. Blackie ist eine Stute. Joker ist ein Wallach. Mit dem können wir auch nicht. Nee, dann haben wir bloß noch die Corella und die ist auch eine Stute. Aber habe ich nicht einen von denen? Von den Neuen? Ich habe da von den Neuen auch. Da ist ein Springer. Da ist ein Springer. Der Gangster ist ein Springer. Und der ist, glaube ich, auch noch ein Hengst. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das ist ein Hengst. Also könnte man theoretisch die, die Baut dann mit dem Gangster mal kombinieren. Und dann hätte man vielleicht, wenn es gut rausgeht, ein sehr schönes Vielseitigkeitspferdchen. Das werde ich wohl noch probieren. Ansonsten werde ich mich hier der Zucht nicht mehr widmen, aber das wäre definitiv etwas, was man noch ausprobieren könnte. Da würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn da dann ein unglaublich schönes Vielseitigkeitspferdchen rauskommt. Aber da haben wir ja noch ein paar Jährchen Zeit. Also ich sehe so ungefähr 2 oder so. Wie alt ist die Baut jetzt nochmal? 2, glaube ich. Ja, genau. Also können wir nächste Saison können wir mit ihr züchten. Und dann, ja, brauchen wir noch 2 Saison. Und dann können wir gucken, ob ein schönes Vielseitigkeitspferdchen rausgekommen ist zwischen Bauts und Gangster. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Bleibt dran. Vielleicht erfahrt ihr dann sogar noch, was da rauskommt. Aber dazu müssen wir noch ein paar Folgen drehen. Und guckt einfach mal, was hier so verlinkt ist. Einfach mal ein bisschen reingucken. Likechen und Däumchen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Eure Fi. Tschüss.